Ich bin unterwegs auf der IAA Transportation, jetzt auf dem Stand von Quantron, und tatsächlich ist Herr Haller bei mir. Wir sind verabredet. Wie ist die Stimmung hier in Hannover? Herzlich willkommen. Super, dass wir uns heute sehen. Auf der IAA Transportation nach 4 Jahren endlich wieder die Möglichkeit, wirklich Produkte real den Kunden nahe zu bringen. Ganz wichtig für uns, für den Markt. Ich freue mich, dass wir heute da sind. Elektromobilität, der große Trend hier, kann man sagen. Heißt das, ihr seid auch zur richtigen Zeit gestartet? Und was hat sich denn in den letzten Jahren bei euch entwickelt? Gab ja viele positive, aber auch die eine oder andere schlechte Nachricht? Nee, es war definitiv 3 Jahre eine extrem herausfordernde Situation. Aber ich glaube, wir sind einfach zum richtigen Zeitpunkt in den Markt gekommen. Natürlich Corona, die ganze Lieferthematik, ganzen Umfänge, die alle betroffen hat, uns natürlich genauso. Aber ich denke, dass wir als Speedboot im Markt auch bekannt sind und einfach die Lösungen für den Kunden bieten und auch lieferfähig sind am Ende des Tages für den Kunden. Lösungen für den Kunden, welche sind das? Was kann ich denn im Jahre 2022 oder sagen wir mal 2023 real bei euch bestellen? Bei uns bestellen kann man von 3,5 Tonnen bis 44 Tonnen batterieelektrische Fahrzeuge und Hydrogen-Fahrzeuge. Wir sind der einzige Anbieter, der wirklich die komplette Full Range abbildet, inklusive Bus. Und ich glaube, das ist eine wichtige Message. Am Ende des Tages sind wir eine Plattform. Wir sind Lösungsanbieter für den Endkunden und bieten unsere Plattform an, inklusive Energie. Also das Wichtige ist immer, den Uptake auch zu garantieren für die Energie mit unseren Fahrzeugen, gepackaged. Und das nennen wir Quantron as a Service. Das Ganze ist kostenlight, also der Kunde muss nicht selbst investieren, kauft sozusagen die Kilometer, die Zero Emission Meile bei uns ein. Okay, das heißt, ich komme jetzt nicht mehr mit dem Wunsch, ich brauche 3 Batterietransporter und noch einen Wasserstoffbus, sondern ich will Kilometer zurücklegen. Habe ich das richtig verstanden? Ja, die Zero Emission Kilometer. Natürlich kann der Kunde am Ende des Tages auch bei uns ein Fahrzeug kaufen, aber wir bieten einfach auch die Lösung an, weil es sind einfach neue Technologien, die für den Kunden jetzt eine gewisse Sicherheit geboten werden muss, auch am Ende des Tages, um auch dorthin zu kommen. Und das bieten wir dem Kunden. Das heißt, dieses Verständnis von Quantron ist nicht ein OEM zu sein, sondern ein Plattformanbieter. Genau, wir sprechen auf der einen Seite von OEM Light, weil wir Plattform-Sharing machen. Das heißt, wir nehmen existierende Plattformen und integrieren unsere Technologie, batterieelektrisch und Hydrogen. Und dort haben wir ganz starke Partner, mit denen wir zusammenarbeiten. Und deswegen sind wir relativ schnell, um auch da in die Umsetzung gehen zu können. Die da wären, welche Partner sind es im Bus- und im Lkw-Bereich zum Beispiel? Jetzt im Lkw-Bereich ist es Ballard Power, ganz wichtig, auch jetzt als Investor bei uns zu haben. Dann Neumann Esser ist ein wichtiger Partner im Infrastrukturbereich. Wir werden jetzt relativ kurzfristig auch ein Thema bezüglich Standorte, also Wasserstofftankstellen announcen, was ja natürlich auch wichtig ist, dass die Kunden auch tanken können in dem Moment. Genau, und dort ist das Wichtige, wir haben mit CATL, mit verschiedensten Batterielieferanten, wir haben unsere eigene Batterie jetzt auch konzipiert für den Brennstoffzellen-Truck, weil es einfach den Formfaktor nirgends auf dem Markt gab, und deswegen haben wir dort auch mit unseren Ingenieuren die letzten Monate hart gearbeitet, um auch diese Lösung zu bieten. Allison ist ein wichtiger Partner für uns, für die E-Achse zum Beispiel, genau. Der Brennstoffzellentruck ist zur Stunde noch verhüllt, aber wenn dieses Interview ausgestrahlt ist, dann ist er ja sozusagen schon public. Das heißt, wir können vielleicht über die Zahlen schon sprechen. Was wird er denn für eine Reichweite zum Beispiel bieten? Das ist ja so für Spediteure doch immer ganz gut zu wissen. Also wir bieten einmal Betankung 700 Kilometer Reichweite. Wir haben als Benchmark 54 Kilogramm Wasserstoff am Fahrzeug direkt integriert in den Rahmen. Wir sind der Erste, der ohne Rucksack sozusagen kommt. Das ist wichtig, weil dort haben wir kein Längenproblem. Also wir sind komplett standardmäßig unterwegs, die Standard-Sattelzugmaschine, die jeder auch kennt. Und genau, und da sind wir Benchmark, was Leistung und Kappa am Fahrzeug anbelangt. Ja. Und die Zahl, die ich so gehört habe, 1500, wie kommt die zustande? Die kommen deswegen zustande, weil wir unseren zweiten Heimatmarkt ist Norwegen. Dort ist extrem viel gerade, das Richtung Zero Emission geht. Und dort haben wir ein neues System oder ein neues Chassis einfach konzipiert, wo wir dann auch mit Tanks hinterm Fahrhaus kommen. Aber dadurch können wir nochmal zusätzlich Reichweite erreichen und kommen bis zu 1500 Kilometer mit einer Betankung. Genau. Jetzt könnte man ja hier auf dieser Messe
von einem Hype sprechen des elektrischen Antriebs, jetzt egal ob mit Batterie oder mit Brennstoffzelle. Ist der Markt tatsächlich schon so weit? Kommt die Kundschaft vor allem auch schon mit dem Wunsch, jetzt umzustellen? Ja, definitiv. Also wir sprechen mit allen großen Logistikern. Die Kunden brauchen eine nachhaltige Lösung. Natürlich ist es so, dass man auch schauen muss, dass man skalierbare Lösungen dann am Ende des Tages hat und nachhaltige Lösungen, was Produkttechnologie anbelangt und so weiter. Und deswegen ist wichtig, dass wir mit starken Partnern zusammenarbeiten und am Ende des Tages auch Skalierungsmöglichkeiten haben. Der Markt wird viel schneller entstehen, wie viele andere Kollegen hier denken. Und deswegen müssen wir einfach schneller in den Markt kommen mit Lösungen, die die Kunden auch fahren können und brauchen. Die großen Hersteller scheinen das ja auch verstanden zu haben, also die etablierten. Muss Quantron immer auch einen Schritt schneller sein als die? Definitiv, das ist so. Das ist auch unsere Challenge natürlich. Wir sind jetzt aber kein neuer Konkurrent zu den anderen OEMs, sondern wir sehen uns einfach als Ergänzung, um einfach die Lösung des Speedboat im Markt zu sein und einfach den Markteintritt für den Kunden schneller ermöglichen zu können. Natürlich kommen alle OEMs auch mit Produkten, das ist auch gut so, das ist wichtig für unseren Markt. Ja, und den Herausforderungen stellen wir uns gerne und sehen uns aber, wie gesagt, nicht im großen Wettbewerb, weil der Markt so groß ist und wir haben da definitiv unseren Platz im Markt. Herr Haller, vielen Dank fürs Gespräch, alles Gute und ja, viel Erfolg beim Skalieren. Vielen Dank, danke schön.